es geht weiter und wir machen heute das Qualifikationstraining. Los geht's. Oder wir schauen uns heute das Qualifikationstraining jetzt im Großpreis von Österreich an. Bin mal gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, ich habe immer noch das Fenster auf. Ich hoffe, dass das nicht stört. Ja, im letzten Freitraining haben wir uns auch ein bisschen verzockt wegen dem Wetter. Ich dachte, der Regen, der kommt nicht. Und wir können noch mal ein bisschen was pushen, aber naja, egal. Da ist die Strecke. Hier in Spielberg. Eine der kürzeren Strecken. Auch was die Zeiten betrifft. Und da steht unser Baby. Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich sogar Soft-Medium fahren kann. Nee, kann ich gar nicht. Okay. So, Setup laden in Österreich. Und dann fahren wir mal auf die Strecke. So. Dann fahren wir mal ein bisschen auf die Strecke. 18 Minuten stehen heute hier an in Spielberg. 18 hoffentlich spannende Minuten und vielleicht unsere Pole. Das wäre dann die vierte in der Saison. Wenn wir so nach Hause fahren. Zwei haben wir bisher nicht nach Hause fahren können. Das waren nämlich die in den Niederlanden und in Baku. Die haben wir ein bisschen verkackt. In Kanada, die habe ich nach Hause gefahren. Da habe ich auch mal das Rennen gewonnen. Und jetzt hier in Österreich war vielleicht Sieg Nummer... beziehungsweise das die vierte Pole der Saison reicht. Aber mal schauen. In Frankreich habe ich nach dem Training auch mehr Hoffnung gemacht auf die Pole. Und am Ende ist es nur noch ein 14. Platz gewesen. Gut, ich war der 12., weil zwei Autos bestraft wurden. Aber naja. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. So, kurz da bin ich von dem Auto da rausgekommen, was da aus der Box raus wollte. Na, ah, ein bisschen weit rausgekommen. Hier dort ist ein McLaren. Und vor uns, das dürfte ein Williams sein. Klar, die Bestzeit momentan Sektor 2. Zeit ist also 5-6. Das ist zumindest die erste Zeit, mit der ich ein bisschen arbeiten kann. Reicht! Also 5. An Zeit sind wir schon vorbei. Think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. Okay, der Regen wird uns nicht mehr große Gefahr bedeuten. Ja, es ist natürlich jetzt blöd, dass der King mir jetzt genau in der Schusslinie steht. So, ist leider mein zweiter Versuch ein bisschen... Ja, der ist durch. Da kann ich nichts mehr machen. So, ersten Versuch haben wir gewonnen. Pole momentan vor Sainz und Ricciardo, dann Nick. Jetzt Magnus noch hier. Und dann kommen Nick und dann kommen Nicolas Latifi. Also Nick und Nick, ja, aber schon immer doch richtig die Aussage. So, weitere Bottas sind 049, also eine gute, über eine halbe Sekunde schneller als wir. Das war... Muss man auch etwas schaffen, in der Boxengasse abzufliegen. Da bin ich ein bisschen zu rasant rein.
So, gehen wir mal auf die Strecke. Ja, wie gesagt, der Schaden, das ist gerade so ein bisschen, ne? Car repairs have set us back a little. Halbe Sekunde vor. Hinter Bottas, knapp vor Sainz. Troll auf 4. Ricciardo, Ocon, Magnussen. Mick auf 8 vor Giovinazzi und Jordan King. Ab Norris, wir haben noch keine Zeiten gefahren. Norris schätzt sich schneller ein. Vettel schätzt sich schneller ein. Mick jetzt runter auf 9. Ja, ich muss mal gucken, wie so unsere Zeiten aussehen. Sainz ist jetzt auf 3 gefahren. Nee. Russell auf 6, Entschuldigung. Russell ist auf 6 gefahren im Haas. Looks like rain is inbound and we're expecting it in around 5 minutes. Dann müssen wir auf die Strecke. Dann müssen wir auf die Strecke, weil dann. Wenn in 5 Minuten. Wenn es in 5 Minuten der Regen kommt, dann muss ich definitiv auf die Strecke zurück, weil sonst ist nämlich die Möglichkeit einer Pole weg. So, jetzt ist Sainz davor, weil dann ist es nämlich die. Dann ist das freie Training nämlich das ist total erledigt. Der Regen kann sein, dass der das jetzt wenigstens gleich erledigt. Kann aber auch hiervon kommen, ne? Dass ich das Dings vergessen habe hochzustellen. Das ERS vergessen habe hochzustellen. Das ist deswegen die Zeit, der Abstand nach hinten genommen ist. Der Abstand nach vorne so groß ist. Also soll offiziell in 5 Minuten regnen. Das wären 2 Versuche, wenn ich ein bisschen Glück habe. Auf Medium ist keine Option jetzt mehr. Die kann ich eh nicht nutzen. Die gibt es nämlich nicht. Nicht fürs Qualifikationstraining. Vorher ist es Sebastian Vettel. Na, jetzt zieht's auch zu. Soll ich jetzt auf mal auf Hotlap, dass ich es nicht vergesse? Fahrer vor mir. Verstappen is ahead of you. Their best lap time is a 1:05.1. Hamilton drückt das jetzt so vorne rein. Da lag eben ein Teil in der letzten Kurve. Da hat sie wohl irgendwie noch daran erwischt, aber ja. Können nicht ran momentan an die Zeit. Wir konnten sagen, jetzt hat es besser. Gucken, was am Ende rauskommt. Fahrer vor mir. Verstappen ahead. Their best lap time is a 1 minute 5.1. Jetzt habe ich mich immer an. Jetzt habe ich mich natürlich vorne an die Mercedes mal gehängt. Klar, ich fahre auch jetzt gerade die runden Reifen natürlich. Fahrer vor mir. Bottas ist ahead of you. Their best lap time is a 1:04.9. 4:09. Das ist eine Hundertstel. Die Frage ist, was fährt der Hamilton davor?
We have 2 laps of fuel remaining. Yes! Im dritten Versuch dann doch noch auf die 1 gefahren. 1 Minute 4864. Die absolute Bestzeit von uns. Vor den beiden Mercedes. Und wenn der Regen jetzt kommt, ist das Ding sowieso. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Und wenn der Regen kommt, haben wir's. Die Frage, was aber machen die Mercedes? Ob die nochmal auf die Strecke gehen? 7 Minuten haben wir noch. Also Zeit genug wäre nochmal mit einem frischen Satz nochmal soft anzugreifen. Fahrer hinter mir. Hamilton is behind you. Their best lap time is a 1 minute 4.8. 1:04.8. Der ist natürlich da top motiviert. Der weiß natürlich, dass er da nochmal was versuchen kann. Also, momentan die Führung von uns mit den beiden Mercedes und den beiden Red Bull. Die Frage ist, ob wir die 5 Plus bekommen, die wir verdient hätten. So, bitte nicht nochmal abfliegen hier. So, die sind alles in einer Box jetzt gerade. Ich probiere es natürlich jetzt nochmal. So, wie gesagt, wenn es jetzt anfängt zu regnen, haben wir die Poles safe. Dann haben wir nämlich 4, haben wir unsere 4. Pole. Aber die Frage, was passiert noch? Ich glaube, momentan steht bei uns tatsächlich die 1, ja. Und jetzt gehe ich auf nochmal raus auf die Strecke. Ich muss halt jetzt nochmal was versuchen. When you're ready, let's go. So, sind die Reifen nämlich zu alt. Und wenn der Regen nämlich nicht kommt, oder beziehungsweise der Regen sich noch einen Moment auf sich warten lässt, kann man versuchen, nochmal in der Zeit zu setzen. Natürlich gehe ich jetzt schon mal voll auf Vollgas. Das Gute ist, die Strecke ist nicht lang. Jetzt kommt der Regen. Scheiße. Das heißt, wir werden mit 3 Runden alten Mehlsoft im Rennen starten. Und wenn der Regen jetzt extrem stärker wird, dann haben wir sogar gepackt. Dann kriegen der Hamilton und der Bottas uns nicht mehr geknackt. Und dann haben wir unsere 4. Pole in dieser Saison. Ja, 4 Minuten 40 vom Ende müssen wir das Training natürlich doch abbrechen. Aber ich habe meine Pole, das ist das Wichtigste. Erstmal haben wir hier eine Pole. Ja, wie gesagt, das Ding ist quasi gegessen. Wir sind knapp vorne. To know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Ja, also Hamilton, tatsächlich ist es der zweite Sektor, wo wir die Zeit rausgeholt haben.
Nicht im ersten, nicht im dritten, sondern wirklich im zweiten Sektor. Ihr seht die Zeit nämlich drin. 28,8. So far our fastest lap is a 1:04.8. Aber wie gesagt, auch erst im dritten Versuch. Die Reifen sind knallealt. Und ich kann leider keine Runde mehr fahren. Wir haben nämlich auch, wir haben auch kein Auto mehr auf der Strecke, gerade 2 Minuten vor Ende. Weil es halt regnet. Und damit haben wir die Pole. Wir haben noch 2 Minütchen, die müssen wir jetzt einfach absitzen. Aber wie gesagt, zeitmäßig wird es nichts mehr passieren jetzt. There's 2 minutes remaining. Letzte Minute. Wieder. We're 22nd in the speed trap. 329.0 kilometers per hour. Ja, wie das dauert jetzt im Moment. Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. So, damit haben wir es geschafft. So, kein Auto mehr auf die Strecke gehen, der Regen macht's nicht mehr möglich. Und damit haben wir unsere 4. Pole der Saison. Unter Dach und Fach. Knapp, aber wir haben sie. Und dennoch haben wir einen Nachteil im Rennen, weil wir später, weil wir vielleicht sogar eher die Box müssen. Rang 14 nehmen uns bei den Links und wir kriegen das neue Auto unten. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richards, Hamilton und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, damit haben wir hier in Österreich. Und dann sind es mit 18 Runden morgen. Unsere vierte Support der Saison. Baku, dann Monaco nicht. Dann gab es in Kanada die Pole. Ne, Monaco gab es nicht. Baku, dann gab es in Kanada noch eine Pole. Ja. Und jetzt hier in Österreich. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Es war nicht mal ein Rennen, es war ein Qualifying, aber gut. Es scheint, als hätten Sie eine tolle Qualifying-Session gehabt. Es muss eine Erleichterung sein, sich so weit an der Spitze wiederzufinden. So, klar. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ja, ein bisschen mit dem Abtrieb, aber wie gesagt, das war das Ding in der Box, ja. Danke für den Kommentar. Aber wie gesagt, das ist einfach passiert. Da bin ich ein bisschen zu hastig und zu schnell in die Box, weil der Williams dann auch in dem Moment dahinter mir war. Passiert. Die Frage ist, ob wir unseren Pole behalten dürfen, ne? Das ist ja auch das große Problem. So. Die Aufgabe haben wir gut gelöst schon mal. Der Mercedes-Motor scheint wirklich die Saison zu funktionieren.
Für den Renault ist Gott sei Dank nichts zu sehen. Wie gesagt, es geht ja auch immer ein bisschen um Platz 4, vielleicht sogar Platz 3 in der Konstrukteurs-WM und das ist halt. So. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Rennen aus Österreich. Können wir die Polen in einen Sieg ummünzen oder vielleicht wieder eine Klatsche vom anderen, vom Gegner. Naja, wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Morgen 14 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin und tschüss.